So, hallo, wir machen weiter bei, ich hab's noch nicht offen, Isaac, Repentance. Letztes Mal ran mit Eden, der zum Erfolg geführt hat. Und jetzt hoffentlich One mit dem nächsten Charakter. Wir werden gleich rausfinden, wer der nächste glückliche Charakter sein darf. Aber an der Stelle erstmal gucken, mit wem wir noch nicht Dingens haben. Ich würde, also Tainted Lost, ne? Tainted Lost, bin ich ganz ehrlich, würde ich versuchen zu machen, wenn wir mal das Mysterious Pair. Wie sieht Eden denn aus? What the heck? Würde ich versuchen, wenn wir mal das Mysterious Paper im Inventar haben. Ich glaube, das ist einfacher. Gehen wir heute mal für Apollyon. Gehen wir heute mal für Apollyon. Mit dem habe ich noch kaum gespielt. Zumindest wenig. Relativ wenig. Dieser Raum sieht sehr unangenehm. Sieht explosionstechnisch sehr unangenehm aus. Wo bin ich safe vor Explosionen? Hier. Bin ich hier safe? Yes. Ach so. Interesting. Ach, stopp, ich wollte. Ich will da ja gar nicht reinlaufen. Ganz vergessen. Ich will da ja gar nicht reinlaufen. So, das Schöne ist an Void, wenn wir ein nutzlos. Quatsch, an Apollon. Wenn wir ein nutzloses Item irgendwo haben, können wir es einfach wegkonsumieren. Ich lese jetzt mal ganz fix nochmal, was genau Void kann, bevor ich irgendwas wieder falsch mache. Nö? So. Ist nämlich ein langer Text. Also konsumiert jedes Pedestal-Item im Raum. Wenn ein aktives Item konsumiert wird, geht der Effekt zu dem Void-Effekt, wenn er benutzt wird. Also ich kann sozusagen dann den Aktiv-Item-Effekt immer wieder einsetzen. So, wenn ein passives Item konsumiert wird, bekomme ich ein Upgrade in irgendeiner Variante. Ansonsten. Ja. Ja, okay. Ansonsten nicht weiter wichtig. Using Void on one-time-use-items such as Mama Mega or Diplopia will cause the effect to instantly trigger and will not give you further uses. Also zum Beispiel sowas wie, wie Dingsbox. Hier die blaue Box da. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man die sozusagen mit Void konsumiert, wird sie einfach ausgelöst. Und man kann es jetzt nicht. Oh mein Gott! Man kann es jetzt nicht fünfmal auslösen oder sowas. Ergibt natürlich Sinn. So. Das heißt, wir müssen dann gut immer abschätzen, ob wir oder nicht. Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ja was für eine Bombe, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Bombe das wert ist. Und dann sehe ich, dass hier einfach ein verschiebbares Fass ist. Da nutzen wir doch die. Oh, das war ein gutes Schieben. Da, reicht schon. Wait, ich könnte. Passt schon. Sehr schön. Da ist noch ein verschiebbares Fass. Geht's nicht davon aus, dass da was ist, aber wir können es probieren. Es kostet nichts. Wenn dieses Verschieben nicht so furchtbar stressig wäre. Oh, das war gar nicht so schlimm. Alter. Es muss doch. Gibt es nicht eine Stelle, wo man einfach dagegen läuft und man verschiebt es?
Und es ist nicht so... Wieso ist es so abgerundet? Es ist so dumm. Es ist so dumm, Items zu verschieben. Ich werd bekloppt dabei. Es macht mich aggressiv. So, das reicht. Okay, da ist nichts. Das macht mich böse aggressiv. Mein Gott. So, tschüss. Ich sagte tschüss. Okay. So, wir haben eine Bombe. Haben wir irgendwo einen blauen Stein übersehen oder sowas? Nee. Das Ding ist, wir könnten uns natürlich in den Stachelraum reinsprengen. Das Problem ist, hier drüben könnte auch. Also es könnte auf beiden Seiten ein... Ah, nee, können wir nicht. Können wir nicht. Hier waren... Hier sind sogar Steine. Hier sind sogar Steine. Das heißt aber, es gibt eigentlich wirklich nur eine Variante für den Geheimraum. Und der ist hier. Die ist hier. Exakt. Okay, eine Bombe für 3 Münzen. Ist jetzt nicht der beste Deal. Allerdings können wir jetzt aus den 5 Münzen ein blaues Herz basteln. Das ich mir aber erst nach dem Bosskampf hole, weil im Moment ist es noch völlig egal, ob wir Rotherzschaden nehmen oder nicht. So ein Ding ist das. Nö! Das habe ich nicht. Irgendwie habe ich den weniger schnell hochrennen sehen. Aber ich bin ganz froh, dass die roten Haufen eingebaut sind. Der Boss dauert jetzt wieder ewig, aber wenn ich aufpasse, sollte ich nicht allzu oft getroffen werden. Also eigentlich sollte ich gar nicht getroffen werden. Aber ich kenne mich ja. Dass ich ungeduldig werde und dann gehe ich zu nah hin und so weiter und so fort. Alles nichts Neues. Okay, der erste ist weg. Ja gut, jetzt ist es dann auch kein Problem mehr. Jetzt ist es dann tatsächlich auch kein Problem mehr. Wäre nur schön, wenn wir jetzt wirklich noch ohne weiteren Hit schaffen würden. Wobei ich eigentlich, ist es egal, weil wir können ja rote Herzen einsammeln. Eigentlich ist es völlig wurscht. Okay, Range würde ich allerdings jetzt nehmen und nicht konsumieren. Ne? Ich denke, konsumieren sollte man wirklich nur, wenn das Item eher useless ist. Range hat schon durchaus Daseinsberechtigung. So ist nicht. Okay. Komm mit und Abflug. Also, wir merken uns wieder, der erste Geheimraum, also beziehungsweise der letzte auf dem Heimweg, ist für uns noch zum Begehen. Ab jetzt kann theoretisch ein wunderschönes Planetarium auftauchen. Ich würde mir freuen. Da haben wir schon mal Itemraum, den wollen wir nicht betreten im Moment. Yikesy, 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 yikes. So, noch mehr Schlüssel, sehr gut. Shop ist auch nichts für uns im Moment, alles nicht relevant. Da ist der Stachelhilfe. Ich bin so ein Trottel, ich hätte den Stachel... Oh nein, jetzt hat... Oh, ich ärgere mich gerade schon wieder. Ich hätte den Stachelraum nutzen sollen. Oh mein Gott, ich hatte Herzen rumliegen. Ich hätte den Stachel... Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Jetzt ärgere ich mich wieder zurecht, dass ich den Stachelraum nicht mitgenommen habe. Ach, komm schon, das ist nicht wahr. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Ich hätte komplett gratis den Stachelraum bekommen und da könnten so richtig coole Items drin sein, wie die Kapuze. Och, ist das blöde. Ach, komm schon. Oh, nee. Ich hasse das, wenn ich solche Chancen verpasse. Ich meine, er hätte auch Blödsinn sein können, aber ich hätte ihn halt for free bekommen. Ich hätte ihn halt einfach for free bekommen. Ach, ich hasse das. Wir werden nie erfahren, was drin war. Das ist das Problem.
Hoh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 
Weil jetzt im Moment muss ich das rote Herz... Ja gut, ich müsste es schützen, dass ich nicht drauf gehe. Aber ich muss es nicht schützen vor Rotherzschaden. Darum ging es mir jetzt. Aber natürlich wäre es gut, wieder Herzen zu bekommen. Sonst gehen wir noch drauf. Das wäre noch schlechter natürlich. Okay, Geld. Oh no, oh no, oh no. Da ist schon der Bossraum. Eine Bombe. Eine Bombe, ein blauer Stein. Ihr wisst Bescheid. Aber erst... Woanders kann ich nicht sprengen. Ich kann nur den sprengen. Aber wir haben noch hier einen Raum. Okay, wir müssen dich hier explodieren lassen. Genau hier. Da muss ich jetzt drauf achten, dass irgendeiner hier explodiert. Müssen nicht alles sein. Einer reicht. Na, oh mein Gott, yes. Oh mein Gott, yes. Okay. Weiterhin eine Ebene, auf der wir... Ah ne, wir haben immer noch einen Raum übrig. Okay. Blöd, dass wir den Raum jetzt erst finden. Wishbone. Ich guck sofort nach. Ich werde hier nicht mehr irgendwas dem Zufall überlassen. Wishbone. Ich habe Washbone geschrieben. Wishbone. Every time you take damage, you have a very small chance to spawn a random pedestal item. Yo, what the heck? Ich kann einmal ein pedestal item spawnen. Wenn es einmal passiert, dann zerstört sich das Trinket. Okay, aber jetzt wäre es cool, wenn wir die Bomben vorher hier gesetzt, aber das weiß man halt vorher nicht. Oh shit, ich wollte gerade sagen, man merkt leider den Speeddown von Dings. Oh mein Gott. Ah, okay, der Raum ist useless. Schade. Damit habe ich leider mein blaues Herz komplett wieder aufgegeben. Das war absolut nicht klug. Das war absolut nicht klug. Ich habe eigentlich gehofft, ich kann die nehmen. Boah, habe ich noch gesagt, erst wenn wir beim Boss hingehen. Jetzt habe ich mich wieder falsch entschieden. Hab gehofft, ich krieg noch mehr rote Herzen auf dem Weg. Stellt sich raus, kriege ich nicht. Gibt's hier zumindest noch irgendwas? Oh nein. Ah, wir könnten jetzt natürlich aus einer Bombe zwei machen. Warum nicht? So. Also das ist dann, denke ich, schon ein nicht komplett schlechter Deal. Okay, Geheimraum. Wahrscheinlich da, wo es in den Würfelraum reingeht. Ja. Gibt es eine andere Option? Eigentlich nicht. Zumindest keine logische. Wir probieren es aus. Gut. Dann habe ich meine geschenkte Bombe auch schon wieder verschwendet. Kann man mal machen. Probieren wir den anderen Geheimraum. Er könnte hier sein. Ja, okay. Alles verschwendet. Alles Kacke. Ich habe das übrigens nie richtig realisiert, dass der Small Rock ja ein Speeddown bedeutet gleichzeitig. Er bedeutet zwar ein Damage Up, aber er bedeutet auch ein Speeddown. Das habe ich nie so richtig hundertprozentig realisiert.
Das ist mir jetzt erst etwas bewusst. Also nicht jetzt in dem Moment, aber das ist mir in letzter Zeit erst bewusst geworden. Davor war das einfach für mich, okay, geil, Damage up, super gut. Aber ja, man merkt schon den Speeddown deutlich. Muss man leider zugeben. So, wir haben eine 9% Chance. 9% ist nicht 0. 9% ist nicht 0. Okay. Dachte, wenn ich ein bisschen rumschreie, reicht's vielleicht. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Das war jetzt nicht so effektiv. Aber wir haben wieder Speed dazu bekommen. Also den Speeddown haben wir ausgeglichen gerade. Was sehr praktisch ist. Okay, da müssen wir auf jeden Fall rein. Das ist... Das ist der schlechteste... Bis auf das jetzt 5% Zusatzchance Engel, die ich bekommen habe, ist das der schlechteste Zwei-Schlüsselraum, den man jemals hätte bekommen können. Cool. Oha. Okay, wenn wir eine Bombe haben, kommen wir in die Truhe ran. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ich hasse das, wenn die überall rumfliegen. Jo, alles klar. Cool. Jo, wir hauen ab in den Angel Deal. Denn ich komme safe in den Angel Deal damit. Ne, es gibt keinen Devil Deal in dieser Ebene. Es gibt keinen Devil Deal. Wir gehen direkt. Wobei, ich könnte es natürlich aufheben. Ich bin dumm. Ich heb's auf, ich warte den Bosskampf ab. Entschuldigung, ich warte den Bosskampf ab. Ich bin nicht ganz so voreilig. Wir warten natürlich den Bosskampf ab. Entschuldigung. Klar warten wir den Bosskampf ab. Oder halt, ob unsere Chance nochmal runtergeht. Wenn unsere Chance... Okay, da ist auch was für eine Bombe. Merken. Wichtig. Aber wir kommen in diese Ebene auf jeden Fall in den Angel Deal. Entweder über Bosskampf oder über Karte. Werde ich diesmal nicht mehr falsch machen. Ich habe irgendwie mal gedacht, dass die mich auch in den Devil Deal bringen kann. Aber das kann sie nicht, wenn der Devil Deal gar keine Wahrscheinlichkeit hat. Insofern passt die Geschichte. Jo, 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 jo. Springen wir nicht ins Gesicht. Bombe. Ach komm. Wieso kriegt man nie die Sachen, die man braucht? Nee, Mann. Mach dich weg jetzt. Das ist auch keine Bombe. Ich könnte im Shop mir eine Bombe kaufen. Bestimmt gibt es im Shop eine Bombe. So viel zur Bombe im Shop übrigens. Okay, ciao. Es ist nur die Bibel. Dann konsumiere ich die jetzt. Aber das ist jetzt nicht so... Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht gut, Leute. Ich habe auf was Besseres gehofft, weil jetzt muss ich... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe ein Problem. Böse knapp. Ah. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Aber er hat mich auch theoretisch gleich, wenn ich nicht aufpasse. Boah! Oh Gott, yes, ich wäre fast nochmal reingerannt. Okay, gib mir ein Herz zurück, gib mir ein Herz zurück. Das ist kein Herz. Ach, Gottala! Nun, das Problem ist jetzt, ich habe weder noch... Ich werde in dem nächsten Raum sterben. In dem Raum werde ich nicht sterben.
Aber ich werde... Oh, in dem Raum auch nicht glücklich, wollte ich sagen. Und werde spontan doch in dem Raum glücklich. Und zwar sehr glücklich sogar. Ja gut, die zwei Münzen lassen wir liegen. Okay. Eieiei. Okay, wenn ich mich da eigentlich hinter den Pilzen verstecke, sollte das laufen. Aber ich kann mich nicht dahinter verstecken, weil sonst treffe ich die nicht. Oje. Der Raum dumm. Der erste hat sich verabschiedet. Beide hat sich verabschiedet. Dritte hat sich verabschiedet. Okay, jetzt ist es. Gut. Oje, 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 oje. Ah, das ist so kritisch, wenn man so wenig Ausweichfläche hat. Das ist so kritisch bei den Dingern immer. So, mach dich weg, mach dich weg, mach dich weg. Dankeschön. Planetarium. What do we get? Speed up plus you feel elusive. Speed up ist schon mal gut. You feel elusive. Okay, und jetzt können wir natürlich auch hier reingehen. Ich nehme an, das ist irgendeine Bohne. Ich guck mal kurz nach, weil die würde ich konsumieren. Ich tippe mal Bean ein und guck, ob sie auftaucht. Die ist so rot. Ja, Kidney Bean. Applies the charm effect to any enemies in close range and deals 5 damage. Ah, nee, no longer deals damage. Ah, es ist ein Active Item. Ja, dann sammeln, dann wird es einfach konsumiert. Und gut ist. Ach so, lustigerweise fliege ich jetzt, sobald ich was konsumiere, weil ich die Bibel habe. Auch interessant. Auch interessant auf jeden Fall. So. Okay, was heißt you feel elusive? Werde ich schneller mit der Zeit, oder? Was ist passiert? Das ist es Merkur? Das kann ja nicht nur das Speed-Up sein. Also ich müsste... Die Frage ist, finde ich von selbst raus, was es ist. Oder sollte ich lieber nachlesen, bevor ich es falsch nutze? Das ist das Problem, was ich bei sowas immer habe. Das ist das Problem, was ich bei sowas immer habe. Ich guck nach, sorry. Ich guck nach. Mercury. Ich habe Mercury scheinbar falsch geschrieben. Cool. Ach, Mercurius, deswegen. Doors remain open when entering a room with enemies in it. This means you can leave rooms before defeating the enemies. Doesn't open locked doors or the door that leads to the boss room. Ah, okay. Habe ich nicht gecheckt, weil habe ich nicht realisiert, weil wir keine Räume mehr hatten mit Türen. Aber das heißt also, ich kann jetzt jederzeit aus einem Raum raus. Das kann schon durchaus nützlich sein. Das bedeutet vor allem, wir können im Home einfach durchspazieren. Wir müssen uns nicht mit den Gegnern beschäftigen. Das klingt schon sehr, sehr sinnvoll. Jetzt müssen wir aber erstmal hier durchkommen. Das ist leider ein Fakt. Wir müssen erstmal hier durchkommen. Aber grundsätzlich klingt es sehr gut, einfach durchspazieren zu können durch das Home. Nein, 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 nein. Lass dich jetzt nicht von allem möglichen Scheiß treffen.
Okay. Aber wir müssen dringend um Energie. Wir müssen uns dringend um Energie kümmern. Allein Rotherzen würden ja schon reichen. Es muss ja kein blaues sein. Wir müssen ja einfach nur Energie bekommen. Sehr gut. So. Da waren wir jetzt natürlich leider schon drin. Na, kann ich nichts mehr machen. Okay. Weiter im Programm. Wir brauchen dringend Energie, sonst wird's kritisch. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt halt wirklich durchspazieren. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann jetzt wirklich einfach durchspazieren. Das heißt, wenn ein Raum kacke ist... Der ist definitiv nicht kacke. Das war knapp. Okay. Ah, das ist wie mit dem Doorstep-Ding. Man rennt versehentlich raus. Das will ich natürlich auch nicht. Okay, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Tür laufe, wenn ich sowas mache. Eieiei. Scheiße. Ich habe eigentlich gehofft, den Raum einfach friedlich zu lösen, das Herz droppt oder sowas. Oder sowas. Oder sowas. Schon mal gut. Da gehen wir auf jeden Fall auch rein. Herz. Genau. Haufen können Herzen droppen. Sehr wichtig und sehr richtig. Lasst mich bloß in Ruhe, Freunde. Wieso laufe ich? Also herztechnisch war es nicht klug, was ich getan habe. Leider. Herztechnisch war es leider nicht klug. Da laufe ich erstmal durch. Da laufe ich erstmal durch. Das sollten wir hinkriegen. Herzen. Okay, ein halbes Mal. Okay. Das müssen wir spielen. Nein, oh Gott! Junge, geh drauf jetzt! Bruder! Alter, ich bin einfach in die Stachel gelaufen. Ich Vollpfosten. Oh, Mann. Oh. Richtig starkes Damage ab. Richtig starkes Damage ab. Aber wir sind am seidenen Faden unterwegs. Ah! Wir sind am seidenen Faden unterwegs hier. Meine Güte! Ich versuche trotzdem Räume zu clearen, damit ich Herzen bekomme. Also Räume, die für mich... Mann, wieso stelle ich mich an? Das Rad eigentlich clearbar gewirkt, wenn ich jetzt kein... Okay. Mehr Herz, okay. Ist es wert gewesen. Es war nicht gut, das Herz zu verlieren, aber es war es wert. Ah... Das sollte hinzukriegen sein. Wir haben 6 Bomben. Ich mach mal hier eine. Okay, immerhin eine Karte. Was kriegen wir? Justice. Direkt einsetzen. Okay, der Raum ist eigentlich geschenkt. Wir warten kurz nochmal, bis der sich beruhigt wieder. Dann laufen wir da fix durch. Macht er das jetzt noch? Oh, der bleibt dabei, okay. Yes.
Yes, yes, yes. Sehr geil. Shop! Jetzt auf jeden Fall auch ein Muss mit den Münzen, die wir haben. Und Herzen passen wieder. Achso. Okay. Ich kann zwar temporär fliegen, aber noch nicht so richtig. Deswegen würde ich mir tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, die Leiter einmal gönnen. Kann nützlich werden, kann umsonst gewesen sein. Ah, Mensch! Ich überlege gerade, konsumen oder nehmen. Ich würde es nehmen. Ist das was, was ihr jetzt konsumen würdet? Weil ihr sagt, am Ende ist es ein Stat-Up und vielleicht sinnvoller? Oder ist das was, was ihr nehmen würdet? Weil ihr sagt, es könnte ja auch Baby-Transformation später geben. Ich nehm's. Okay. Joker. Können wir auf jeden Fall nachher einsetzen, wenn bosstechnisch nichts dabei rauskommt. Jetzt können wir ja auch den Devil Deal betreten. Jetzt ist es ja egal, ne? Ist ja nur das erste Mal mit dem Alien. Oh! Dumme Entscheidung. Sehr dumme Entscheidung. Okay. Zu wenig Münzen aber zum Spielen. Zu wenig Münzen zum Spielen. Nichts für mich. Okay. Dann kaufen wir uns kurz das blaue Herz beim Boss. Für den Boss. Haben wir... Ja, wir haben noch Räume ausgelassen. Sorry, ich muss noch kurz Räume ablaufen. Ich muss vor allem den Stachelraum betreten. Jetzt können wir ihn ja betreten. Wir haben ja schon Rotherzschaden kassiert. Den können wir ja auch noch betreten. I'm sorry, so viel Zeit muss sein. Und jetzt laufe ich auch hier natürlich nicht durch, sondern gucke natürlich, was mir hier... der Raum mit sich bringt. Und auch diesen Raum klären wir einmal ganz fix. Schade, hat leider nichts gebracht. So, hier waren, glaube ich, die Herzen drin, ne? Ja, ja. Ist jetzt die Frage? Nein, okay, da laufe ich grundsätzlich in Zukunft einfach durch. Das ist mir zu blöd. Das ist mir sowas von zu blöd. Das war leider auch absoluter Müll. Ich könnte rausfliegen, dann habe ich keinen Schaden genommen. Aber ich glaube, dann ist es nicht mehr aufgeladen. Doch, 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 es ist aufgeladen genug. Ich flieg raus. Hä? Geht es nur reinwärts? Ich glaube, ich habe irgendwas grundsätzlich schon wieder verpeilt. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich fliege, dann nehme ich doch keinen Schaden. Was habe ich verpasst? Wer klärt mich auf? Was habe ich verpasst? Was war an meiner Theorie denn jetzt falsch? Versteht die Welt gerade nicht mehr. Schade. Versteht die Welt gerade wirklich nicht mehr. Was war denn an meiner Theorie jetzt gerade falsch? Wenn ich fliege... Ach, ist mir auch egal. Ist mir jetzt auch wurscht.
Nein! Seht ihr da? Seht ihr da? Seht ihr da? Seht ihr da? Hätte ich das mal eher gesehen. Diesmal ist der Raum gut. Ach komm, 7 Münzen. Für die Pretty Fly Chance. Ich kann an den Dingern nicht vorbeilaufen. Ich weiß, es ist furchtbar. Es tut mir leid. Bitte geh einfach kaputt. Erlöse mich. Ja! Da ist einfach die erste Pretty Fly. So muss das. Und Bossfight. Ab dafür. Wie kann man denn gezielt in diese Schüsse immer reinlaufen? Ey, wenn ich einfach stehen geblieben wäre, wäre nichts passiert. Ich werde es nie verstehen, wie ich das schaffe, immer, jedes Mal. Engel! Okay, gar nichts. Gar nichts gibt's. Dann porten wir uns einmal rein und gucken, was kommt. Das ist Little Delirium. Das ist Little Delirium, ne? Ja, genau, Little Delirium. Familiar that will transform into another random familiar every 10 seconds. Can be any other familiar, including but not limited to bla bla bla. Und das andere ist die Krone, wenn ich keinen Rotherzschaden nehme, dann habe ich diese Diamanttränen, richtig? Blue Crown oder wie das Ding heißt. Crown of Light, ja gut, fast. Ah, und plus 2 Soul Hearts. Ja. Solange man keine leeren roten Herzcontainer hat, genau, genau. Dann würde ich die nehmen. Dann würde ich die nehmen. Dann würde ich die nehmen. Genau. Genau. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Geschichte. Okay. Jetzt haben wir aber wirklich alles hier gemacht, was wir machen konnten. Ne? Ich glaube, jetzt kann ich gehen. Wichtig ist, ich muss meine letzte Bombe aufheben für die Dingskarte. Für die Fool-Karte. Für die Fool-Karte. Okay. Der One hat gar nicht so gut gestartet. Oh, und Leute, ich muss ein Trinket ablegen. Und das Trinket, was ich gerade halte, kann zerstört werden, wenn ich getroffen werde. Nicht, dass ich nachher kein Trinket mehr bekomme. Wir brauchen dringend noch ein Trinket. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Wir brauchen ganz dringend noch ein Trinket. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Einfach nur... Nein, du blöder... Ich habe bewusst hierhin geschossen und der... Und er macht's einfach auf. Ist doch nicht dein Ernst. Ja, also das scheint wirklich nur in eine Richtung zu funktionieren. Interesting. Nicht weiter. No! Okay. Dann halt so. Dann halt so. So, was haben wir hier Hübsches? Ja, okay. Kann ich mit leben, wir haben genug Speed im Moment. Ach, jetzt habe ich aber meine Drowsy-Pille wieder. Ja. Das war nicht die klügste Entscheidung. So, da ist die Default-Karte. Okay.
würde ja gerne das Geld einfach... Komme ich schnell an das Geld ran, ohne die... Ohne mich da zu stressen? Eins. Zwei. Drei. Vier und tschüss. Passt. Perfekt. Okay, ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mein Trinket verliere, wenn ich getroffen werde. Ach. Wheel of Fortune. Setz es gleich mal ein. Es könnte nämlich das andere sein. Ja, und das könnte mir ein Trinket spawnen. Das könnte mir ein Trinket spawnen. Gib mir ein Trinket. Irgendeins. Ah, das war eine Karte. Die wohl einfach haufenweise Haufen setzt. Ich dachte, das war ein Trinket. Leider nicht. Okay, ich muss hier spielen, bis ein Trinket kommt. Ich hab sonst echt... Ich krieg sonst Zustände. Ich krieg sonst gewaltige Zustände. Okay. Das wäre auch eine interessante Geschichte nachher noch. Okay, den Raum klären wir kurz. Dann können wir gleich mal hier loslegen. Das ist irgendein Stump. Azazel Stump oder so? Ist das irgendein Stump? Warte, Azazel? Ist das Azazel Stump oder sieht das Ding anders aus? Lass mich nochmal kurz gucken. Nee, das ist nicht Azazel Stump, das ist Spitzer. Was ist das denn? Was bist du denn? Little Horn! While firing tears, you have a 5% chance to fire a void tier. Ah, that will instantly kill any non-boss enemy it comes into contact with. Okay, okay, okay. Nehme ich auf jeden Fall. Contact Damage haben wir auch noch. Okay. Nehme ich mit. Ist nichts, was ich konsumieren würde. Nehme ich mit. Sehr nice. Sehr nice. So, und jetzt haben wir hier nämlich das Herz gleich wieder drin und dann passt die Geschichte schon wieder. Da ist mein Itemraum. Richtig und wichtig. Da ist meine Münze. Okay, ein komischer Klumpen. Was bist du? Ich habe keine Ahnung, wie ich dich nennen soll. Deswegen gucke ich jetzt einfach wieder die Liste durch. Ich nehme mal, du musst ein neues, also du bist ein Item, was ich noch nicht kenne. Du bist auf jeden Fall kein normales Item. Ah ja, du bist ein Afterbirth Plus Item. Braunes Nugget. Ja, tatsächlich so eine Art Nougat. Friendly Fly. When used, will spawn a fly turret that doesn't move and fire tears at nearby enemies. Only persists for the current room. Ach, das ist ein Active Item, also auf jeden Fall consumen. Also man kann es alle 7 Sekunden theoretisch einsetzen. Ja, okay. Okay, aber da ich mein Void behalte, werde ich es also consumen nachher. Okay, den Raum sollten wir auch problemlos hinbekommen. So viel dazu. Shop. Ach so. Aber Shop ist eigentlich jetzt gar nicht so geil, weil wir ja... Ah ja, gut, vielleicht gibt es im Shop ein Trinket, wäre auch gut. Shop gibt schon mal kein Trinket. Das ist schon mal nicht so gut.
Okay, aber wir könnten hier uns zum Beispiel Geld holen. Nee, Freunde, wir legen jetzt hier dieses Trinket ab und dann hat sich die Sache. Ich bin ja blöd. So, machen wir's. Dann hat sich die Sache ja schon erledigt. Ich lege hier dieses Trinket ab und muss mich nicht mehr weiter stressen, was Trinkets angeht. So, machen wir's. Dann muss ich jetzt auch nicht 3 Jahre lang spielen, ne? Bis da irgendwas passiert mit dem Automaten. Dann machen wir es jetzt so. Da gehen wir einfach wieder raus aus dem Raum, ganz ehrlich. Braucht man gar nicht spielen. So, das können wir spielen. Der Raum dürfte kein Problem darstellen. Und gib mir nochmal ein rotes Herz. Blaues Herz meine ich natürlich. Steine technisch sieht das nicht so schön aus. Könnten wir noch geheimraumtechnisch uns kurz umgucken. Würde schon mal nicht funktionieren. Auf die andere Seite wird es auch nicht funktionieren. Zwischen Itemraum wäre möglich. War das der Raum? Ja, wäre möglich. Wir probieren es aus. Treffer versenkt. Okay. Ja, why not, ne? Why not? Können wir noch gucken, ob wir ihn sprengen können. Yes, können wir. Dann können wir sogar nochmal in den Shop gucken, theoretisch. Theoretisch können wir nochmal in den Shop gucken. Ob wir jetzt irgendwas noch kaufen wollen, was jetzt möglich ist, was vorher nicht möglich war. Nö, würde ich erstmal sparen. Würde ich erstmal sparen. Ja, für den anderen Geheimraum gibt es zu viele Möglichkeiten. Wir gehen zu Mom. Wir gehen zu Mom. Das genügt mir hier. Die Ebene genügt mir. Wir haben genug gesehen. Wir haben genug gesehen. Wir halten uns schon wieder viel zu lange an allem auf. Okay. Moin. Aschnö. Der Horn hat mich irritiert. Ich wollte noch weg. Ich wollte noch schnell genug weg. Hat leider nicht hingehauen. Dass der mich trifft, ey. So frech. So frech. Echt gedacht, ich werde den vorher los, aber... Ich bin ein Trottel, ich hätte die Bienen... Es tut mir leid. Ich habe doch die Bibel. Ich habe doch die Bibel als... Oh mein Gott. Erstmal aus Frust Geld ausgeben. Ich habe vielleicht gerade einen Angel Deal verspielt, ne? Perfekt.
Auf sowas habe ich gehofft. Ja, why not? Wie viele Herzen haben wir rumfliegen? Wenn ich es richtig sehe, eineinhalb. Das ist nicht jetzt so viel, aber kann man machen. Oha. Ich würde halt gerne tatsächlich, bin ganz ehrlich, das, was der mir, wenn der explodiert, als Base-Item geben könnte, wäre halt ein richtig... Yo, mein Gott, ich habe vorher noch gesagt, wir würden das mit Lost machen. Wenn ich das Missing Paper bekomme. Oh, shit. Gehen wir auf Tainted Lost? Gehen wir doch auf Tainted Lost? Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich hasse das. Aber ich, also, ich würde... Oh, nee, Cancer würde ich bevorzugen. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde bevorzugen, wenn das Ding jetzt explodiert. Und ich das Ding konsumen kann. Die Kugel. Will die Kugel haben. Ace of Clubs. Ah, das konvertiert, glaube ich, alles zu Bomben jetzt, ne? Ich muss sagen, ich lese ganz kurz das Missing Poster nach. Nicht, dass ich es falsch in Erinnerung habe, aber ich meine, das macht mich zu Lost, wenn ich sterbe. Dying anywhere with this trinket will bring you back to life as the lost. Richtig. Richtig. Aber dann kann ich ja, Cancer eh nicht mitnehmen. Ne? Das mal kurz hier auf. Ich heb das mal kurz hier auf. Ich kann halt immer nur ein Trinket mitnehmen. Ich muss mich da unten schon für, bei den zwei entscheiden. Und dann machen wir jetzt mal Ace of Clubs und gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ja, es wird alles zu Bomben. Interesting. Das Ding gibt's auch noch. Ach ja, was machen wir denn? Oh mein Gott, yes. Ey, das Spiel hat immer so oft ein Einsehen, das ist echt insane. Also schauen wir uns mal. Der Unterschied ist halt schon. Ne? Aber wie gesagt, ich würde gern beide Tainted Charaktere haben. Aber es ist halt. Mit Lost selbst werde ich den Tainted Charakter nicht freischalten. Ich habe nur die Chance, mit sowas den Tainted Charakter freizuschalten. Mit dem. Mit, wir kommen mit ihm auch so nochmal da hoch. Wir machen das jetzt mit. Wir holen uns jetzt mit. Wir holen uns jetzt den Charakter mit Lost. Ist mir jetzt wurscht, wir holen uns das mit Lost. Ist mir jetzt wurscht. Ist mir jetzt wurscht. Ist mir jetzt so egal. Wir machen das jetzt mit Lost. Ich habe am Anfang gesagt, wenn ich mal das Missing Poster habe, mache ich es mit Lost. Ich mache es jetzt mit Lost. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist... Oh nee, 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 das ist so ein furchtbarer Raum.
Okay, ich kann da nicht einfach rein. Das ist schon mal sehr ärgerlich. Aber ich kann fliegen lernen. Jung! Jung, was ist das für ein Raum? Holy shit, dieser ganze Müll, die muss weg. Ich hatte nicht vor, jetzt schon zu Lost zu werden. Nur weil es dunkel ist, ey, das darf nicht wahr sein. Bruder. Wo ist die Scheißspinne? Ist jetzt da noch so ein Scheißdrecksding? Ja. Nein, 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 nein. Alter! Jetzt kann... Wir hatten den Raum fast. Das darf nicht wahr sein. Wir hatten diesen scheiß Raum fast und jetzt ist das passiert. Wo ist jetzt der scheiß Gegner noch? Oder haben wir es jetzt? Nein, irgendwo ist noch ein Gegner rumfahren. Oh mein Gott. Wo? Da. Wo ist die? Wo ist die hin? Oh mein Gott, wo ist die hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, nichts sehen ist die Hölle in dieser Ebene. Ach du Scheiße. So, aber ich habe jetzt jeden Raum Holy Shield, ne? Ich kann jetzt rein, raus und rein. Ich kann gucken, probieren. Okay. Okay. Das nützt mir leider gar nichts mehr. Herzen haben sich gerade vollständig erledigt. Goldene Frage. Bleibt das Ding jetzt offen oder geht das jetzt zu? Mit dem... Ich muss das lesen. Ich muss nochmal Mercurius lesen. Mei, das ist gerade zu einem... Das ist gerade zu einem Horror ran geworden. Wegen Ei... Oh, dieser Scheißraum. Doesn't open locked doors or the door that leads to the boss room. Okay, dann öffnet... Nee.
Ich glaube, das geht nicht gut. Ich hol mir das nicht jetzt. Ich hol mir das jetzt nicht. Ich hol mir das nur, wenn wir irgendein Teleportations-Item bekommen zwischendurch. Nein! Ich komme nicht raus. Du machst mich nicht fertig. Ja, das nützt mir richtig viel. Das werden wir gleich consumen. Wenn wir es nochmal aufgeladen bekommen, können wir das consumen. Aber, oh mein Gott. Okay, das ist ein Raum, der ist einfach da. Der Raum ist einfach da. Okay. Mama, 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 Mama. Dann war der ganze Weg schon fast umsonst, weil da nur der Itemraum war. Ey, dieser große Raum hat mein Leben beendet. Ja. Okay, die gehen recht schnell kaputt. Okay. Einfach raus. Einfach raus. Was ist das? Was? Was? Ich bin fassungslos. Ich wollte doch nur durch den Raum durch. Oh mein Gott, dieser eine riesige Raum hat mich so überfordert. Scheiße. Ich habe keine Lust, mich zu verabschieden.